Heutzutage ist es ja leider so, dass wenn jemand Indie 4 sagt, man an das hier denkt. Zwischen 1992 und 2007 war Indie 4 aber das hier. Indiana Jones and the Fate of Atlantis, das LucasArts Adventure, das dieser Tage genau 20 Jahre alt wurde. 15 Jahre lang lebten die Indie-Fans in der Hoffnung, Fate of Atlantis könnte nach der Vorlage des Spiels auf die Leinwand gebracht werden. Die Enttäuschung über den Kristallschädel war umso größer, wenn man dank des Adventures bereits erlebt hatte, wie großartig ein viertes Indie-Abenteuer sein könnte. Bei der Story von Indie 4, bei dieser Kurzform bleiben wir im Rahmen dieses Specials, wurde schlicht alles richtig gemacht. Indiana Jones sucht auf dem gesamten Globus nach Spuren des untergegangenen Atlantis und muss sich dabei mit Nazis herumschlagen, die die Geheimnisse der versunkenen Stadt als Geheimwaffen im Krieg einsetzen wollen. Germans claim victory in worldwide race to smash the uranium atom. Chief Scientist Dr. Hans Ubermann announces plan to harness new sources of energy for the Third Reich. So? Eine klassische Indie-Story, weitgehend ohne Aliens. Dazu kamen clever geschriebene Dialoge, fordernde Puzzles, mehrere Lösungswege und dank der großartigen Musik eine unvergleichliche Atmosphäre. Indie 4 wurde zu einer Blaupause für dutzende spätere Adventures und muss sich den All-Time-Genre-Thron wohl nur mit Monkey Island 2 teilen. Der Hauptgrund, warum Indie 4 so gut funktioniert, ist sicherlich die Tatsache, dass hier ganz viel Hollywood drinsteckt. Bereits 1989 konnte ein Team um Ron Gilbert den Kinohit Der letzte Kreuzzug extrem stimmig als Grafik-Adventure umsetzen. Mit für die damalige Zeit komfortabler Steuerung, wunderschöner Grafik und vielen Szenen, die die Handlung des Films erweiterten, übertraf das Spiel die Erwartungen der Fans. Aus heutiger Sicht sind die Puzzles teils unglaublich schwer, auch wenn es oft mehrere Lösungswege gibt. Die Tatsache, dass Indy fast ständig Gefahr läuft, von Nazi-Soldaten in einen Kampf verwickelt zu werden, machte die Sache nicht einfacher. Und da es sich hier um ein frühes LucasArts-Adventure handelt, konnte es auch schnell tödlich enden. Konflikte mit den Faschisten wurden per Faustkampf-Minispiel ausgetragen. In größeren Arealen wechselte das Geschehen in eine Kartenansicht. Dann musste Indy sich beispielsweise durch Labyrinthe oder die Gänge von Schloss Brunwald forschen. Indy 4 behielt alle diese Elemente bei, war technisch aber ein Sprung nach vorne, dank wunderbarer VGA-Grafik und der flexiblen iMuse-Musikuntermalung, die das atmosphärische MIDI-Geklimper ans Geschehen anpassen konnte. Auch konnten die Autoren aus dem Korsett einer Filmvorlage ausbrechen und eine Story erschaffen, die besser zu einem Adventure passte. Eine vereinfachte Steuerung und ein etwas humanerer Schwierigkeitsgrad sowie drei völlig unterschiedliche Lösungswege und diverse Endsequenzen luden außerdem zum wiederholten Spielen ein. Für die Story holte sich Lucas Hal Barwood ins Boot. Der Autor hatte unter anderem das Skript für Steven Spielbergs ersten Kinofilm Sugarland Express geschrieben und war an Unheimliche Begegnung der dritten Art beteiligt. Dennoch sollte Fate of Atlantis sein größter Hit werden. Zunächst sollte er ein Skript schreiben, das auf einem verworfenen Filmdrehbuch für den dritten Indie-Teil basierte. Barwood hielt Indiana Jones and the Monkey King aber für eine schlechte Idee und sah voraus, dass Spiele, die auf der chinesischen Legende um den Affenkönig basieren, als Kassenflop enden würden. You were right. Ein Artikel im Time Life Magazine brachte Barwood dann auf Atlantis. Hier wurde die Stadt als Struktur aus drei konzentrischen Kreisen beschrieben. Ein Motiv, das den Autor sofort ansprach und zum Kernelement des Spiels wurde. Schauen wir uns doch mal die Handlung und die Puzzles etwas genauer an. Das Spiel versucht keine Sekunde lang, sich wirklich ernst zu nehmen. Das sehen wir schon in dem Intro, in dem Indiana Jones durch die einzelnen Ebenen seiner Uni purzelt und einige Zerstörung anrichtet. Bald wird es aber dramatisch. Collections can be dangerous, Mr. What was your name again? Smith. Ein völlig unauffälliger Blondschopf namens Smith entpuppt sich als Nazi-Agent Klaus Kerner und stiehlt ein atlantianisches Artefakt. Take a look. What are you waiting for? Let's open it. Why not? It's an obvious fake. Then you won't mind if I take it. Really, Mr. Smith? Stand back, gentlemen. I hope you've got a getaway car waiting. You'll need one. What is this? He got away. Indy
bezweifelt zwar dessen Echtheit, sucht aber seine alte Kollegin Sophia Hapgood auf, die sich als Expertin für Atlantis gibt. Die alte Flamme von Herrn Jones tritt als Medium auf und vermittelt auf diese Weise praktischerweise direkt ein wenig Hintergrundwissen über die versunkene Stadt. Das hier zu hörende Atlantis-Thema ist sicherlich einer der Hauptgründe für die packende Atmosphäre des Spiels. However it happened, panic must have gripped the citizens. On that fateful day when proud Atlantis sank beneath the waves. Sophia behauptet, in Kontakt mit einem atlantianischen Geist zu stehen, der in ihrem Medaillon haust. Auch sie hat Ärger mit den Nazis erlebt und will Indy auf seiner weiteren Reise begleiten. Zunächst gilt es, weitere Informationen über Atlantis zu sammeln. Hierfür ist ein Buch namens Platos Dialog wichtig, in dem wir später Hinweise finden werden, die zur Lösung vieler Rätsel essentiell sind. Indy reist vermutlich mehrfach nach Island, Südamerika und auf die Azoren, um Hinweisen zu folgen, und findet den Schinken schließlich in seiner eigenen Bibliothek. Da hätte man aber dem US-Steuerzahler mit etwas mehr Orientierungssinn eine Menge Spesen ersparen können. Anschließend muss sich Indy für einen von drei Lösungswegen entscheiden. Will er lieber mehr Rätsel, lieber mehr Kämpfe oder möchte er weiterhin mit Sophia zusammenreisen? Je nach Entscheidung sucht der Spieler zwar dieselben Locations auf, muss die gestellte Aufgabe aber völlig anders lösen. Zunächst muss Indy in Monte Carlo und Algier Schlüsselsteine finden. Im Team mit Sophia kann diese zum Beispiel deren Besitzer ablenken, während sich ohne sie eine Autoverfolgungsjagd durch Monte Carlo ergibt. In Algier wird Sophia zur unfreiwilligen Assistentin eines Messerwerfers und beschafft uns so einen wichtigen Gegenstand, den wir in einem anderen Lösungsweg wiederum gar nicht brauchen würden. Wählen wir den Pfad der Fäuste, müssen wir uns hingegen mit jeder Menge Nazis prügeln, die auf illustre Namen wie Hans, Franz und Arnold hören, teils aber auch von praktischerweise herumliegenden Felskugeln zerquetscht werden können. Auf den anderen Lösungswegen behelligen uns weniger Gegner. Währenddessen sehen wir immer wieder unsere Gegner, Klaus Kerner und Dr. Übermann, in Zwischensequenzen, die uns ihre finsteren Pläne verraten. Erst in Atlantis selbst, nach einem Trip durch die Wüste, einer U-Bootfahrt und dem Erkunden minoischer Ruinen, laufen die Handlungsfäden zusammen. Das düstere, zerstörte Atlantis ist der atmosphärische Höhepunkt des Spiels. Dafür sind erneut die geniale Musik und die wunderschönen Hintergründe verantwortlich. Und wer so weit vorgedrungen ist, den lässt die spannende Story bis zum Abspann nicht mehr los. Indy 4 spielt bewusst mit den Klischees der Reihe, also bösen Nazi-Wissenschaftlern, Aberglaube, temperamentvollen Ex-Freundinnen und Indys scheinbarer Unzerstörbarkeit. Dabei nimmt sich das Spiel nur in genau den Szenen ernst, in denen es auch passt, und wiederholt somit die Formel der Filme, nur etwas kindgerechter und mit einem besonneneren Indiana Jones. Eine Zeit lang war Hal Barwoods der Star am Game Designer Himmel. Allerdings konnte er an diesen Erfolg nicht wirklich wieder anknüpfen. Sein nächstes Indiana Jones Spiel, Der Turm von Babel, war zwar immer noch gut, aber hatte nicht das Zeug zum Klassiker. Über seine Desktop-Adventures wollen wir lieber gar nicht reden. Indy driftete danach ins Action-Genre ab, und auch wenn die Legende der Kaisergruft immer noch über eine packende Story und spaßiges Gameplay verfügte, an Fate of Atlantis reichte nichts mehr heran. Damit kehren wir zurück aus dem Land der Nostalgie und verabschieden uns bis zum nächsten Mal, wenn wir uns Little Big Adventure widmen. Tschüss!